Wenn ihr jetzt dieses Video schaut, dann habt ihr sicherlich Bock, mit eurem eigenen Motorrad durch Laos, Vietnam oder Kambodscha zu fahren. Und wenn nicht sogar durch alle drei Länder gleichzeitig. Nacheinander natürlich. Und dazu erzähle ich euch jetzt einfach mal, auf was ihr achten müsst, wenn ihr das machen wollt. Zuerst braucht ihr natürlich euer eigenes Moped. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie findet ihr euer eigenes Moped in einem Ausland? Das ist super einfach. Es gibt verschiedene Facebook-Gruppen, es gibt findinlaos.com und es gibt expat.com. Dort werden die Motorräder angeboten. Ihr könnt es aber auch auf die alte Art und Weise machen. Ihr guckt einfach in den Restaurants oder in den Gästhäusern. Da sind Aushänge von Leuten, die ihre Motorräder verkaufen. Habt ihr euch jetzt für ein Modell entschieden? Es gibt verschiedene Größen. Es gibt diese Größe hier. Das ist die Honda Win oder Honda Detach oder Esperanto, wie sie auch genannt wird. Wenn ihr euch für diese Größe entschieden habt, hier passen zwei Leute ganz bequem hin. Der Gepäckträger ist stabil genug für zwei Rucksäcke, für zwei große, 15 Kilo. Und ihr kommt, also wir sind damit bisher ganz gut durch die Gegend gefahren, haben schöne Natur gesehen. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt nicht so die große Ahnung habt vom Motorrad, solltet ihr euch vorher belesen, was haben andere Leute für Motorräder gekauft, wie sehen die aus vom Zustand, wie teuer sind die, weil ansonsten verkauft euch irgendein Traveler, irgendein Motorrad, was richtig runtergerockt ist, für einfach zu viel und ihr kommt eventuell nicht da an, wo ihr hin wollt. Das Allerwichtigste natürlich ist eine sichere Fahrt. Und für eine sichere Fahrt braucht ihr ein sicheres Motorrad. Wie findet ihr jetzt dieses sichere Motorrad? Am besten schaut ihr euch mehrere Motorräder an. Wie sind die vom Zustand? Wie sind die Bremsen? Funktionieren die Lichter? Funktioniert die Hupe? Das ist alles das, was man ohne Vorkenntnisse checken kann. Was ich euch empfehlen kann, ist auf jeden Fall eine Probefahrt zu machen. Selbst wenn ihr das Motorrad noch so grottenhässlich findet, wenn es abgerockt ist, macht eine Probefahrt, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was ist ein gutes und was ist ein schlechtes Motorrad. Ich habe eine Probefahrt auf dem Motorrad gemacht, da musste ich die ganze Zeit gegenlenken, weil das Motorrad alleine automatisch um die Kurve gefahren ist. Ja, hätte ich den Lenker losgelassen, wäre ich immer im Kreis gefahren. Also macht auf jeden Fall eine Probefahrt. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die ihr als Laie unbedingt beachten müsst. Das sind zum einen die Reifen. Wie sehen die aus? Darauf achtet ihr am besten. Ihr guckt zwischen dem Profil. Sind da schon Risse vorhanden, so wie hier, dann ist der Reifen auf jeden Fall schon super alt. Ihr könnt es auch hier erkennen. Hier. Dann ist der Reifen auf jeden Fall schon alt und ihr müsst es demnächst irgendwann mal ersetzen. Auf was ihr noch achten könnt, ist dieser Stoßdämpfer hier. Dieser ist jetzt nicht ganz optimal, weil er ein bisschen ölt, ein bisschen fettig ist und weil hier eine Staubmanschette fehlt. Normalerweise sieht man dieses Metall nicht. Wir haben aber überwiegend Motorräder gesehen, die sowas nicht haben. Und ich denke auch, dass sowas hier gerade nicht dran passt, weil hier keine Aufnahme ist. Optimal sollte es aussehen, wenn es alles so silbern ist wie hier oben. Nicht verrostet, ganz wichtig, nicht verrostet. Des Weiteren, ja, guckt ihr euch den allgemeinen Zustand des Mopeds an. Wie ist das Schutzblech? Ist das fest? Ja, guckt ganz genau hin, weil hier drüben, da unten zum Beispiel, ist es schon gebrochen. Es sind so Kleinigkeiten, auf die ihr unbedingt achten müsst. Kommen wir nun zum Motor. Das wohl wichtigste an diesem Gefährt, neben den Bremsen natürlich. Wie sieht der Motor im Allgemeinzustand aus? Ist es so wie hier, ein bisschen verölt, ein bisschen dreckig, dann ist es auch schon wieder so an der Grenze. Klar, ihr könnt damit fahren, aber ihr wisst, okay, hier zwischen diesen Dichtungen irgendwo kommt ein bisschen Öl raus. Ihr könnt Glück haben, dass auf eurer Fahrt nichts passiert, ihr könnt aber auch Scheiße haben, dass in den nächsten 50 Minuten oder in den nächsten 50 Kilometern das Ding hier komplett durchsifft und ihr damit keine 3 Meter mehr fahren könnt. Im Idealfall sollte der Motor so wie hier aussehen. Pupstrocken, silbern, perfekt. Was ich jetzt hier gerade bei unserem Moped sehe, ist die Zündkerze. Das ist dieses Ding hier.
Na, hier ist irgendwie Klebeband dran getütelt, das Ding wackelt vor sich hin, ist auch nicht ideal, hält aber schon 500 Kilometer. Und ich wüsste, selbst wenn das Ding jetzt abfällt, wüsste ich, wie ich das beheben kann. Dann guckt ihr unter den Motor, ist jetzt ein bisschen schwierig. Tropft da Öl raus irgendwo, sieht der ganz trocken aus, so wie hier oben, dann ist es schön, wenn da Öl raus tropft, habe ich euch schon erzählt, könnt ihr Mist haben, dass das Ding irgendwo liegen bleibt. Wenn ihr zu zweit fahren wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall eine Fußraste für den Beifahrer. Das ist dieses Ding hier. Guckt, dass es fest ist, dass es wackelt, dass es gerade ist und nicht schräg nach unten guckt, weil ansonsten hat der Beifahrer keine angenehme Fahrt, wenn der Fuß die ganze Zeit schräg runterhängt und er das nicht richtig abstellen kann. Des Weiteren braucht ihr, wenn ihr große Rucksäcke habt, so wie wir, einen stabilen, festen Gepäckträger. Hier kann man den ausklappen. Perfekt. Wir haben dazu Gummibänder. Damit können wir die Rucksäcke richtig stabil festzurren. Und wenn ihr es richtig macht, dann bewegen sich die in der Fahrt kein Millimeter mehr und ihr habt eine ruhige und sichere Fahrt. Des Weiteren achtet darauf, wenn ihr so ein Moped kauft, dass ein Schloss dabei ist. Ihr könnt es sicherlich auch überall kaufen, aber warum kaufen, wenn es schon dabei ist? Auf jeden Fall haben wir es selber erlebt, es ist wichtig, so eins zu haben. Eine Mitreisende wurde ihr Moped geklaut. Sie hat es nur 20 Minuten am Wasserfall abgestellt und schon war es weg. Kommen wir nun zum Zubehör. Was mindestens genauso wichtig ist, wie ein funktionierendes Motorrad und funktionierende Bremsen, ist ein schöner Helm. Ihr solltet darauf achten, dass dieses Visier ja, nicht übelst zerkratzt ist, nicht zerstaubt ist, nicht da irgendwelche Rotze dran klebt, weil ansonsten seht ihr nichts. Denn es regnet hier schon mal ein paar Mal und dann fahrt ihr am liebsten mit Visier unten, weil ansonsten der Regen in euer Gesicht reinkommt und ihr nichts mehr seht. Diesen hier zum Beispiel haben wir in Laos gekauft, hat 23 Euro gekostet, ist super günstig hier. Wenn ihr durch alle drei Länder reisen wollt, also Laos, Vietnam, Kambodscha, braucht ihr zu dem Motorrad eine Blue Card. Das ist diese hier. Ja. So, da ist irgendein Stempel drauf. Diese Karte besagt einfach nur, dass ihr von diesem Motorrad Fahrzeugbesitzer seid. Das ist wie ein Fahrzeugschein. Da steht nicht euer Name drauf, da steht der Name drauf von dem Menschen, der das Motorrad als erstes gekauft hat. Also irgendein Laote, Vietnamese oder Kambodschaner. Ihr braucht aber diese blaue Karte, um über die Grenze zu fahren. Was ihr noch braucht, was aber nicht zwingend Voraussetzung ist, um ein eigenes Motorrad zu fahren, ist ein internationaler Führerschein. Wenn ihr einen habt, werdet ihr bei Kontrollen problemlos durchgewunken. Wenn ihr keinen habt, wird die Polizei mit euch rumdiskutieren und euch sehr viel Geld im schlimmsten Fall abknüpfen, weil ihr natürlich keinen Führerschein habt. Wo ihr unbedingt noch ein Auge drauf werfen solltet, ist auf die Anzahl der Schlüssel. Wie viele habt ihr? Habt ihr nur einen? Verliert ihr diesen? Ist ganz großer Mist. Habt ihr mehrere, habt ihr natürlich einen Ersatz. Und des Weiteren funktioniert euer E-Starter, der Elektrostarter. Der befindet sich hier und ist gelb in diesem Fall. Es ist sehr angenehm, wenn der funktioniert. Ihr macht einfach die Zündung an, drückt den Knopf und schon geht das Motorrad an. Habt ihr keinen, müsst ihr immer den Kickstarter treten. Der befindet sich dort. Ja, so. Lasst ihr das Ding an der Ampel absaufen, weil ihr noch nicht so erfahren seid, dann müsst ihr das antreten, wenn ihr keinen Elektrostarter habt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie funktioniert das, wenn ich eine Panne habe auf meiner Strecke? Ganz einfach. Alle 10 Kilometer wird mindestens ein Mechaniker euch begegnen und dann zeigt ihr einfach auf das Problem, was ihr habt. Einen platten Reifen, Motor startet nicht, irgendwas, ihr seid da kreativ, der wird euch helfen können. Erkennt ihn daran, dass der an der Veranda immer einen Reifen dran zu hängen hat oder Altteile vor der Tür liegen hat oder ähnliches. Diese Anleitung soll euch einen kleinen Überblick verschaffen, auf was ihr unbedingt achten solltet, wenn ihr euch ein Motorrad kaufen wollt. Wenn ihr das beherzigt, dann steht eurer Reise nichts mehr im Weg. Und ihr habt öfter solche Ausblicke. Wenn euch der Blödsinn hier gefallen hat, dann schaut doch mal bei unserem Kanal vorbei. Wir waren nämlich schon in Indien, Thailand, Malaysia, Laos,
und demnächst in Vietnam. Woo!